bleiben nur noch zwei Leute. Brightman und... Wer war der andere jetzt nochmal? Egal, wir bekommen jetzt Pharao Schuss. Yay. Okay, nächstes Level. Ach, Dreamman, der ist eigentlich leicht. Der ist sehr leicht. Machen wir erstmal Brightman. Okay. Das ist schon mal sehr gut, dass wir fast alle Robotmaster schon mal hinter uns haben. Das Einzige, was jetzt nur noch auf uns zukommt, sind diese Level hier. Oh, na ja. Das war diese Scheiß-Stage, wo wir das Ganze hell und dunkel machen können. Je nachdem, was für Gegner wir treffen. Nehmen wir am besten lieber die Feuerwerksgegner abschießen. Weil die erhellen nämlich das Ganze, weil mit den Lampen habt ihr ja gesehen, machen wir alles hier nur dunkel. Dann sehen wir gar nichts mehr. Ach, Grashüpfer, nein. Was ist diese verdammte Stage? Okay, bring mich rüber. Dankeschön, Grashüpfer. Oh Mann, das wird auch wieder übel. Zwei Leben habe ich ja noch. Fällt mir gerade ein. Das heißt, mit diesen zwei Leben muss ich es hinkriegen, Brightman dann hinzukriegen. Wir erstmal gucken, was wir da oben haben. Und rüber. Hoffentlich irgendwas Nettes. Na, nur Energie, scheiße. Das war so sinnfrei. Ich wollte trotzdem geguckt haben, was es Nettes gibt. Boah, ist jetzt auch wieder Verschwendung. Ist hier ein Energietank oder sowas oder ein Leben da sein können? Deswegen, man sollte das Spiel in diesem Fall nie unterschätzen. So, sehr schön. Lasst euch alle so schön brav weiter vernichten. Und dann ist alles super. Wir können ja auch wieder nach unten gehen, aber ich gehe diesen Weg. Auch wenn dieser Weg hier schrecklicher ist. So, Grashüpfer. Das wird jetzt auch wieder gemein, aber gut. Totem beseitigt. Und im richtigen Moment springen, sonst hätte es Lebewohl geheißen. Oh Mann, das ist viel. Das war dumm, oder? Okay, Scheiße. Egal. Mit einem Leben Brightman. Ist das machbar? Ich hoffe es. Oder ich hoffe einfach, dass mir die Gegner irgendwie noch Leben schenken. Was in dem Fall allerdings eher fraglich ist. Ja, toll, das kriege ich nicht. Doch, ich... Wow, geil. Das war jetzt aber Glück. Danke, dass ihr wirklich so tief euch beugt. Dass man da wirklich schön an die Gegenstände noch drankommt. Nein, das brauche ich nicht da oben. Okay, gehen wir weiter. Aber was haben wir denn hier für Zwischenbosse? Gibt es hier sowas? Ich glaube nicht, dass hier sowas in der Art gab, aber... Dafür gab es so eine Scheiße. Ich glaube, hier werde ich sterben. Das sehe ich sogar schon kommen, Leute. Das recht, weil diese Kugel da mich so bescheiden verfolgt. So, erstmal warten, bis sie weg ist. Okay, dann können wir jetzt weitergehen. Und das muss ich jetzt machen. Wunderbar. Sind wir bald da? Ja, wir sind da. Einen weiteren Versuch habe ich ja Gott sei Dank noch. Okay, jetzt kann ich jetzt mal gucken, wie der nochmal war. Es ist alles eben hier, okay? Brightman, dann zeig mir deine Glühbirne. Wie macht deine Glühbirne? Du kannst also nur normal schießen und springen. Bist du auch nicht besonders stark. Aber dafür springst du weit. Wo ist jetzt deine Glühbirnenfähigkeit? Hm? Warum heißt du Brightman? Weil du alles zu Licht werden kannst. Lassen werden kannst. Also das ist jetzt auch eine reine Lachnummer. Brightman. Irgendwie habe ich die auch etwas schwerer in Erinnerung gehabt. Egal, wir haben ihn. Brightman ist Geschichte. Bleibt nur noch einer. Und Streamman ist eigentlich auch nicht schwer. Also wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, der dürfte eigentlich auch recht locker machbar sein. Yay, nur noch einer und dann sind wir schon bald da bei Dr. Kossack. Wobei die Stages dort schrecklich sind. Blitzstopper, ihr werdet auch noch sehen, warum ich die Kossack-Stages nicht besonders mag. Auch wenn die Stages eine tolle Musik haben, die ich wirklich klasse finde, aber die Stages sind schrecklich, vor allem die ersten. Egal, wir machen jetzt erstmal Dreamman, bevor wir überhaupt da hinkommen. Lassen wir den Bora sprechen. Yay.
Okay, komm her. Du drehendes Etwas. Oder lass mich in Ruhe. Ich habe immer noch meine zwei Leben. Das ist schon mal sehr genial. Die besten Voraussetzungen, um überhaupt sozusagen zum Boss zu kommen. Bei so einer Erdstage ist das sowieso nicht schwer. Da kann man doch nicht mal wirklich groß sterben. Außer man lässt sich von den Gegnern bezwingen oder hier gibt's Stacheln. Was ich allerdings nicht gerade hoffe. Okay. Ah, ein Megaman ohne Stachel wäre kein Megaman, ich weiß. Ach, Mann. Scheiß drauf. Was tut man nicht alles für ein Leben? Okay, da ist noch so eins. Da komme ich nur mit den Fledermäusen dran. Komm mal her. So, noch einmal bitte. Vielen Dank. Und jetzt gib mir eure Energie. Ihr gebt mir gar nichts. Ach, verdammt. Naja, immerhin zwei weitere Leben haben wir. Juhu! Ich werde so schnell wieder nicht Game Over gehen. Okay. Nimm das! Ja, schön. Ich habe wieder Energie gekriegt. So ist es brav. Am besten noch mehr davon. Ah, zu viele Kanonen. Was soll die... Okay. Egal, weg. Wir gehen weiter. Wir kümmern uns nicht weiter um diese andere Kanone. Okay. Aber wir kümmern uns um den Energietank. So. Nein, verdammt. Okay, diese Dinger sind wieder lästig. Ach, Mann, und ihr gebt mir noch nicht mal irgendwas. Aber Checkpoint müsste ich jetzt haben. Ah, Erde fällt von unten um herab. Das tut weh. Okay, das tut sehr weh. Frage, wie komme ich da jetzt dran? Okay, das muss ich so machen. Alles klar. Ja, egal. Checkpoint müsste ich haben, also ich muss jetzt auf der einen Stelle da starten. Na gut, dann starten wir hier beim Energietank. Auch in Ordnung. Ich dachte, wir würden jetzt wirklich direkt schon dort bei dem Dreckpfeil Dingens starten. Aber auch egal. So. Also gut. Ah ja, das war sehr intelligent. Danke, Steuerkreuz. Danke, Sprungknopf. Danke, alles. Also mir in dem Fall das Ganze bescheuert. Beschert habt. Oh, Mann. Wie soll ich da jetzt vernünftig durchkommen? Ich kriege... Okay. Toll, habe ich meine schönen zwei geschenkten Leben ja verschwendet. Ah, super. Jetzt geht ihr mir auch auf die Nerven hier. Na, toll. Okay, wenigstens lässt mich durch. Gut. Euch bin ich mal wieder los. Ah, klasse. Aber wenn das mal nicht scheiße hier wird. So, gut. Nicht gut, warum? Ich werde hier sterben. Das ist so scheiße. Mann, warum gehst du mir? Danke für die Energie. Oh, Mann. Ja, klasse. Das ist so nervig mit diesen Felsbrocken hier. Und dann noch diese Gegner dazu. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Ich frage mich gerade echt, wie man da vernünftig ohne Schmerzen durchkommen soll. So, du kannst noch ein Stück rüberkommen, weil ich brauche eventuell Energie, falls du mir welche gibst. Du auch nicht. Das ist gerade richtig fies. Oh Mann, komm rüber. Dann eben nicht. Scheiße. Ich will jetzt keinen Energietank verschwenden dafür. Aber anders komme ich hier gerade nicht lebend durch. Leute, ich fühle mich gerade von diesem Spiel verarscht. Ah. Mann, warum tust du auch immer wieder auf? Das ist... richtig scheiße. Ich mag diese Stelle gerade echt nicht. Also das wirklich... ich bin gerade sprachlos, Leute. Mann, das... ich mag solche Stellen einfach nicht, wo man wirklich kaum Ausweichmöglichkeiten hat. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt kommen wir alle her. Irgendwer will mir was... dann eben nicht. Gib mir eben nichts Nettes.
Ach Mann, ich komme einfach nicht durch hier. Wegen diesen Scheißviechern. Kann man hier überhaupt irgendwie... Ach so, okay. Na gut, dass ich das auch mal wieder weiß. Trotzdem ist es fies. Ja, toll. Mann! Das ist so fies. Das ist so fies. Wir kriegen natürlich auch wieder nichts. Okay. Mann! Energie, Energie, Energie. Sehr viel Energie sogar. Genau die wollte ich. So, gut, jetzt habe ich es geschafft. Na, hier habe ich jetzt zu viel Zeit vergeudet. Aber immerhin, ich bin auch durch, habe nur noch dieses eine Leben und nur noch, ich muss in einen Energietank noch einsetzen. Es geht nicht anders. Also ich glaube nicht, dass ich den ohne Energietankverschwendung hinkriege. So, gut, jetzt brauchst du dich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo du rauskommst. Kann man nämlich nicht ersehen. Das ist hier etwas bescheiden. Deine Bohrer ziehen saugt wieder ab. So, einfach in Bewegung bleiben. Und dann geht das eigentlich. So, okay. Habe ich dich doch nicht ausgetrickst? So, aber jetzt Angriff. Von mir aus kannst du so weitermachen. Das geht gerade. So, Angriff. Ah, jetzt kommst du wieder so. Mit deinem scheiß Bohrern. Verdammt, okay, ich muss den Energietank einsetzen. Ich habe sogar noch zwei. Also gut, dann kriegen wir ihn auf jeden Fall hin. So, und... Angriff! Ah, nicht schon wieder! Zieht aber Gott sei Dank nicht viel ab. Vielmehr macht der Körperkontakt ja mehr Schaden. Was ich in dem Fall auch nicht wirklich verstehen kann. Aber gut. So, gleich haben wir ihn. Komm noch einmal raus und wir haben dich. Und das war's! Yes! Alle Robot Master abgehakt! Gott sei Dank! So. Dann wollen wir doch mal schauen, wie wir jetzt uns bei Dr. Kossack anstellen. Neue Waffe. Drehbombe. Sehr interessanter Name. Und wir bekommen jetzt erst Rush Jet. Ja, ein bisschen spät. Jetzt wollen wir eigentlich quasi, na gut, was heißt nicht mehr brauchen. Na trotzdem, wir sind jetzt bereit für Dr. Kossack. Und das ist sein Schloss. Hat irgendwie einen russischen Flair. Er soll ja auch quasi in dem Fall eine russische Vertretung sein.